Jacare, Jacare, Jacare. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Jacare, Jacare, Jacare. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Jacare, Jacare, Jacare. Nicht. Mondgeist wird doch bei dieser Kälte nicht spazieren gehen. Es liegt Schnee in der Luft und dunkel wird es auch bald. Jacare, Regenbogen! Sieh dir das an. Ja, das sind die Spuren von Mondgeist. Sie kann noch nicht weit sein. Kleiner Dachs? Ja? Reitest du ins Lager zurück und sagst Bescheid, dass wir sie suchen? Mach ich. Viel Glück beim Suchen. Ja, schneller Blitz. Hallo. Oh, Eichhörnchen, kleiner Kojote. Wisst ihr vielleicht, wo Mondgeist ist? Sie ist weg. Und sie hatte es sehr eilig. Weg? Wohin? Keine Ahnung. Hey! Die beiden scheinen es auch ziemlich eilig zu haben. Mondgeist wird von jemandem verfolgt. Von einem Wolf. Allein ist sie ihm ausgeliefert. Wir müssen sie finden, bevor ein Unglück passiert. Heya! Mach, dass du wegkommst. Lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Mondgeist, bist du verletzt? Mir ist nichts passiert, Regenbogen. Ich habe euch beiden mein Leben zu verdanken. Es ist zu weit zum Lager. Wir müssen einen Platz zum Übernachten finden. Ihr seid so gut. Ich nehme die Einladung an. Und den Winter will ich gern im Lager verbringen. Allerdings muss ich vorher noch meine letzte Reise antreten. Deine letzte Reise? Meine Kräfte schwinden, das spüre ich. Und ich weiß, dass ich ein letztes Mal den Hügel wiedersehen möchte, auf dem ich die fernen Tage meiner Kindheit verbrachte. Du meinst jetzt? Es schneit bald und die Wölfe werden immer wilder vor Hunger. Hm. Willst du nicht lieber noch etwas warten? Du hast zweifellos recht, Jacare. Wirklich? Du wirst also warten, bis es Frühling ist? Mhm. Gut, ruht euch aus. Ich schaue nach den Pferden. Ruhig, kleiner Donner. Die Wölfe sind noch weit weg. Sie sind so hungrig. Sie kommen wieder. Ich halte Wache. Wenn wir alle dicht beim Feuer zusammenbleiben, dann droht uns keine Gefahr. Aber ich kann diese Wanderung nicht aufschieben. Warum?
Weil ich den halben Weg schon geschafft habe und ich nicht weiß, ob ich den nächsten Frühling noch erlebe. Wenn du unbedingt weiterziehen willst, werde ich eben mitkommen. Und ich auch. Das geht aber nicht. Es könnte eine gefährliche Reise werden. Dann erst recht. Ganz genau. Du gehst nicht allein. Oh, ist das kalt? Oh, ist das kalt? Yakari, bist du da? Yakari ist noch nicht wieder aufgetaucht. Er darf bei dieser Kälte nicht zu lange fortbleiben. Er wird schon zurückkommen. Wir sind endlich angekommen. Vor uns liegt der Hügel aus meinen Kindertagen. Mhm. Ah, sie ist glücklich. Gut, dass wir sie begleitet haben. Ich mache uns ein Feuer. Sonst fällst du hin. Ich bin so glücklich, hier zu sein und alle meine Kindheitserinnerungen wiederzufinden. Das habe ich euch zu verdanken, meine lieben Kleinen. Gern geschehen. Das Tipi von Yachita. Mein Vater hat dieses Steintipi für meine Puppe Yachita gebaut. Das ist unglaublich. Es ist noch da. Diese Kiefer habe ich doch gepflanzt. Meine Mutter hatte mir die Samen aus dem Wald mitgebracht. Und ich habe gewartet, bis sie groß war, um dann mein Gesicht hineinzuschnitzen. Aber es ist ganz verschwunden. Das ist seltsam. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kerben müssen noch da sein. Ah, da, weiter oben natürlich. Der Baum ist ja gewachsen. Zwei Augen, eine Nase und ein Lächeln voller... Die Wölfe! Zurück ans Feuer! Verschwindet hier! Gemacht. Die sind wir erstmal los. Aber wir dürfen nicht bleiben. Ich weiß. Kommt mit. Da in diesem Berg ist eine Höhle, in der ich als Kind gespielt habe. Du hast recht, kleiner Dachs. Wenn die beiden Mondgeist nicht gefunden haben, werden sie nicht aufgeben und weitersuchen. Und es wird bald schneien. Ugh. Hoffentlich steigern sie sich nicht so in die Suche hinein, dass die Kälte sie irgendwann völlig überrascht. Anscheinend hat sich nichts verändert. Hier sind wir in Sicherheit. Solange das Feuer brennt, werden sie nicht reinkommen. Aber die Fackeln werden nicht lange halten. Wir brauchen unbedingt noch mehr Holz. Sie warten nur darauf, dass das Feuer ausgeht. Ich werde mit kleiner Donna Hilfe holen. Vielleicht werden uns die Wölfe verfolgen, aber wir sind bestimmt schneller als sie. Bist du sicher? Du gehst ein großes Wagnis ein. Ich mache mir solche Vorwürfe. Mach dir keine Sorgen, Mondgeist. Ich habe es ja so gewollt. Ich schaff das.
Gleich sind wir in der Prärie und dort haben sie keine Chance, mich einzuholen. Da können sie nicht mehr mithalten. Bist du wohlauf, mein Sohn? Ja, Kari! Aha. Wo ist Regenbogen? Mondgeist und Regenbogen, sie retten! Da! Oh. Hm. Keine Angst, es ist alles gut, die Wölfe sind weg. Du hast es geschafft! Ein Wunder! Ich bin so froh, diese letzte Reise gemacht zu haben. Und dank eurer Hilfe ist sie gut ausgegangen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, den Winter bei eurem Stamm zu verbringen. Und dann im nächsten Frühling werde ich wieder meinen Hügel besuchen, so wie heute. Ich bin wohl doch nicht ganz so alt. Meine Kräfte sind zurückgekehrt.